Die Aurora Pharma Quintessenz Spagyrik. Hier drehe ich jetzt den Archaeus, den Merkuranteil des Spitzwegerichs, dann das Saalprinzip des Spitzwegerichs und die fertige chymische Hochzeit, die wir jetzt dann gleich machen werden und ihr zu Gesicht bekommt, wie schnell so eine Verwandlung, so eine Transmutation sichtbar wird. Und das ist wirklich ganz spannend. Ich stelle jetzt hier noch das Licht ein bisschen wärmer, dann sieht man dann die Farbe noch ein bisschen anders der bisherigen chymischen Hochzeit des Spitzwegerichs. Und lasse es jetzt dann ein bisschen kühler, das Licht, damit man das alles genau mitverfolgen kann. Spitzwegerich, Plantago lanceolata, man kennt es, eine ganz bekannte Hustenpflanze, die man bei Reizhusten einsetzt oder bei Problemen der Lunge. Hier drehe ich jetzt das Salzprinzip, das reine Salz, hochbasisch. Wenn man jetzt zum Beispiel ein wenig an diesem Salz dippen würde, das wäre dann sehr reizend, das würde richtig auf der Zunge kräuseln, weil das hoch anziehend, hochbasisch ist und es ist rein und hat keine organischen Substanzen mehr drin. Auf der rechten Seite der Merkur. Und das Faszinierende dieser chymischen Hochzeit, das seht ihr bereits jetzt schon, oder? Aus einem schneeweißen, reinen Salz und aus einem transparenten Archaeus Merkur wird dann so eine chymische Hochzeit geboren. Ich leere jetzt hier den Archaeus rein. Ihr seht bereits, es fängt an zu blubbern. Das Salz ist richtig geladen, anziehend. Das geht jetzt mit dem Merkur, mit dem Alkohol die Verbindung ein. Es ist auch spannend, ihr müsst ja oben jetzt mal den Satz anschauen. Der wird sich dann nachher senken. Ich werde danach dann noch den Restlein leeren des Merkurs. Es macht jetzt bereits schon eine Reaktion. Ich werde es jetzt dann noch ein bisschen schütteln, damit man es beschleunigen kann. Und spannend ist, dass halt Temperaturen entstehen können, je nach chymischer Hochzeit, je nach Pflanze, die schnell mal zum Beispiel 90 Grad sein werden. Also wenn ich jetzt dann das Fläschchen berühre, ist jetzt schon eine gewisse Temperatur vorhanden durch diese Reaktion. Es ist eine exotherme Reaktion. Ich stelle jetzt hier die chymische Hochzeit und den Rest des Merkurs daneben und werde jetzt dann mit dem Schütteln beginnen. Was ihr jetzt gesehen habt, das ist bereits die Umwandlung. Also das Klare oben, was jetzt aufschwimmt, das ist bereits schon die Quintessenz, die entstanden ist. Das könnt ihr euch kaum vorstellen, aber diese Färbung ins Dunkelrote rein, wo man auf der linken Seite sieht, das wird noch über einige Stunden bis Tage dauern. Die Verfärbung, die wird von Stunde zu Stunde dunkler. Und die Quintessenz kriegt ihren richtigen Charakter. Also das braucht seine Zeit, diese Reaktion. Die ist nachher dann nicht mehr warm. Jetzt ist sie am wärmsten gerade, wenn ich sie in der Hand halte. Aber seht ihr, das ist hoch, hoch spannend. Man kann sich das nicht erklären. Spitzwegerich, ich habe jetzt hab nur feinste Teile, ätherische Öle drin. Man kann das zum Beispiel auch mit dem Tartarus, mit der Weintraube machen, wo keine ätherischen Öle drin sind. Also das, was oben aufschwimmt, sind keine ätherischen Öle, das ist die Quinta Essentia. Das ist die Überwindung der Polarität, das ist das fünfte Element, das entsteht, die alchemistische chymische Transmutation. Ich habe es nochmal geschüttelt. Jetzt sieht man rechts wieder, wie sich die Blasen auflösen und man sieht bereits im oberen Teil, wo die chymische Hochzeit sein wird. Auch bei der linken chymischen Hochzeit, die schon fertig ist, sie hat unten nicht ein sauberes, schönes Sediment. Also das ist das Problem, weil ich jetzt das zu Hause gemacht habe, wenn man das dann hin und her transportiert, wird die ganz untere Phase wird nicht mehr so schön klar. Aber grundsätzlich, wenn man es das erste Mal zusammenleert und dann wirklich einfach nur noch stehen lässt, dann sind wirklich ganz klare drei Phasen ersichtlich. Also oben die Quintessenz, in der Mitte der restliche Merkur
und unten nur noch das Salz, dann ist nicht mehr so eine verschwommene Sedimentschicht noch dazwischen, weil jetzt sieht es aus, als wären es eigentlich vier Schichten links. Aber was der Fokus sein sollte, ist jetzt rechts. Das, was ihr vor allem wissen wollt, das ist die Entstehung der kymischen Hochzeit. Ihr habt jetzt auch, wenn ihr genau schaut, hat sich oben der Pegel sehr stark gesenkt. Darum lehre ich jetzt noch den Rest. Das Archäus rein hätte ich schon von Anfang an machen können, aber ich mache es jetzt nachher noch. Das ist auch vielleicht noch spannend zu sehen, dass halt das Volumen abnimmt durch die Reaktion dann. Das ist wirklich spannend. Und ja, jetzt seht ihr ungefähr, es ist eigentlich gleich viel Salz und gleich viel Merkur ist drin wie die rechte. Die sollten eigentlich wirklich 1 zu 1 sein. Ich habe es, wenn ich es später dann noch anschauen werde, oder man sieht es jetzt auch schon ein bisschen, seht ihr die Höhe der Quintessenz ist ziemlich gleich. Vielleicht ist es Natel, wo ich filme, auch nicht ganz auf derselben Ebene. Aber ihr seht jetzt bereits die Quintessenz. Ich drehe sie noch ein bisschen, sie ist leicht getrübt schon, leicht gelb. Und in den nächsten Stunden, Tage wird die sich in ein wundervolles Rot verfärben. Also hochspannend. Und ungefähr aus so einem Fläschchen, das sind 100 Milliliter, wird es dann etwa 15 Kilogramm fixfertige Spagyrik geben. Das ist ja jetzt quasi das Qualitätsmerkmal, diese chemische Hochzeit, die muss entstehen, die Quintessenz, weil nur die Aurora Pharma macht Quintessenz Spagyrik. Und ihr könnt euch vorstellen, diese chemische Hochzeit geht dann noch mit dem restlichen Merkur, das ist ja nur eine kleine Merkuranteil auf so viel Salz, in die Destillation. Die ätherischen Öle, Spitzwegerich hat fast keine ätherischen Öle, nimmt man nicht raus. Aber grundsätzlich, man liest oft, dass man die auch in die kymische Hochzeit reingibt, aber normalerweise gibt man die dann erst nachdem die chemische Hochzeit gemacht wurde, gibt man die ätherischen Öle noch dazu. Weil die sind ja sehr temperaturempfindlich und wenn dort halt Temperaturen entstehen, die sehr warm sind, schädigen sie eigentlich die ätherischen Öle. Also es braucht wirklich nur dieses schneeweiße Salz und den transparenten Alkohol, den Merkur, den Archäus, das Destillat aus den vier Elementen. Und es muss mit diesem speziellen Destillationsschlüssel der Aurora Pharma destilliert werden, dass diese Umwandlung optimal geschieht. Alchemia Medica, Arzneimittel als Kunstwerke aus der Natur. Die Spagyrik ist ein uraltes, ganzheitliches Naturheilverfahren nach den Regeln der Alchemie, welches Körper, Seele und Geist als eine in Harmonie wirkende Einheit betrachtet. Sie haben es hier mit einem sehr ungewöhnlichen therapeutischen System zu tun, das auf verschiedenen bekannten Alchemisten basiert. Zum Beispiel der Paracelsus, der Arzt, Jakob Böhme, Mystiker und Philosoph, Johann Rudolf Glauber, ebenfalls Arzt, Karl Friedrich Zimpel, auch Arzt, Rudolf Kallenbach, Biologe, Franz Bardo, Heilpraktiker, Alexander von Bernus, Dichter, Hans Sterneder, Philosoph, Dr. Albert Richard Riedel, alias Frater Albertus, der Gründer war der einzigen staatlich anerkannten Universität für Alchemie in Salt Lake City, USA. Die Grundprinzipien der Spagyrik. Jedes Arzneimittel kann heilen oder vergiften. Entscheidend ist die Dosis. Das Grundprinzip des spagyrischen Herstellverfahrens liegt darin, dass der giftige, unreine Teil der Pflanze vom heilenden, reinen Teil getrennt wird. Beim besonderen Herstellungsverfahren der Aurora Pharma AG aus Affoltern am Albis in Zürich in der schönen Schweiz werden allfällig vorhandene giftige Alkaloide, zum Beispiel Kolchicin aus der Herbstzeitlosen, eliminiert, sodass die Endprodukte in toxikologischer Hinsicht unbedenklich sind. Hier ist auch meinerseits ein großer Vorteil, der in der Spagyrik liegt. Denn im Gegensatz zu Tinkturen aus frischen Pflanzen, wo ja alkoholische Auszüge gemacht werden, können wir hier den Arzneimittelwirkstoff
Pflanzenschatz deutlich erweitern, indem in der Sporgyrik noch die Giftpflanzen dazukommen. So ist es für mich persönlich auch ein sogenanntes Reinigungsverfahren, nicht nur ein Herstellverfahren. In einem aufwendigen Verfahren wird die Pflanze in ihre drei Prinzipien Sal, Merkur, Sulfur getrennt. Das kommt von griechischen Spain, das heißt trennen, und damit von ihrem Schlacken befreit. Die geläuterte Zwischenstufe wird dann zu einer neuen Tinktur mit wertvolleren Eigenschaften zusammengefügt. Das heißt dann auf Griechisch agerein, also vereinigen, oder auch spa und agero, sagt man auch. Das ist das Auseinandernehmen und Wiedervereinen. Das ist dieses Prinzip, das wir überall in den verschiedenen spagyrischen Herstellverfahren finden. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung der Quinta Essentia sind keine unerwünschten Arzneimittelwirkungen zu erwarten. Einzig das Herstellverfahren der Aurora Pharma kriegt eine solche Quintessenz Spagyrik hin, und das werden wir hier im Video noch sehen. Als Wirkungsträger der Spagyrika gelten nicht ihre Inhaltsstoffe, sondern durch das Herstellverfahren freigelegten metaphysischen Kräfte, sogenannte Arcana, heilende Stoffe der Pflanze. Ein Arcanum ist ja ein Heilmittel. Die Spagyrik ist eine Naturphilosophie, wie das Wechselspiel zwischen Geist, Seele und Materie und damit die Ganzheit der Welt zu verstehen versucht, deren Ziel die Transmutation ist, also das Unedle ins Edle zu verwandeln, und dies auf den drei Ebenen Körper, Seele und Geist. Also während der Herstellung wird die Pflanze oder das Ursprungsmaterial auseinandergerissen, es geht ins Chaos rein und wird dann in einer besseren Form wieder zusammengefügt, also es entsteht dann durch die Transmutation etwas höher schwingendes, etwas tiefer wirkendes, das uns dann als Heilmittel dienen kann. Bei den Pflanzen ist es so, dass wir dort genau diese drei Prinzipien anschauen. Das wäre der Körper, die Seele und den Geist. Der Körper, das ist in der Pflanze alles, was fest ist. Das ist das materielle Prinzip. Man sagt dem in der Spagyrik auch das Salprinzip. Das sind zum Beispiel die Mineralien und Salze. Also alles, was beim Verbrennen noch übrig bleibt in der Asche drin. Dann kommt der seelische Anteil. Das ist alles, was riecht, alles, was brennt oder auch stinkt, das ist die Seele der Pflanze. Es ist das gestaltende wie auch qualitative Prinzip. Man sagt ihm auch dem Sulfur. Dort kennen wir natürlich in der Pflanze die ätherischen Öle, aber in der Herstellung bei der Aurora Pharma Spagyrik kommt auch der Sulfur aus dem Destillationsrückstand. Wenn man dann unter Vakuum destilliert und die letzten Tropfen rausholt aus der Gärflüssigkeit, dann bleibt am Schluss eine richtig dicke Schlacke übrig, die dann auch sehr sulfurischen Charakter hat, stark brennt und einen starken Geruch hat. Das ist dann auch ein Sulfuranteil. Dann ist noch der letzte, der Geist. Das ist das erweckende geistige Prinzip. Man sagt ihm auch der Merkur. Und der Merkur ist ja der Übermittler, der Träger der Botschaft. Und darum auch der Merkur ist dann der Hauptteil, wenn man am Schluss so ein fixfertiges spagyrisches Mittelchen in der Hand hält und das dann zu sich nimmt, das ist vor allem dann Merkur und der Rest ist darin gelöst. Nochmal zur Wiederholung: Merkur, der Geist, das Lebensprinzip, die Lebenskraft, der Lebensgeist. Alles, was fliegt, schmelzbar, alkoholisch ist. Im Pflanzenbereich wird er vom Alkohol verkörpert und der entsteht bei der Herstellung der Spagyrik in der Fermentation oder Vergärung. Qualitativ hochwertigere Verfahren verwenden dort immer Zucker, wie auch die Aurora Pharma, weil es gibt Pflanzen wie zum Beispiel Schachtelhalm, der von Natur aus sehr wenig Zucker enthält und man diesen unbedingt noch beigeben muss, damit es keine
Fäulnisgärung gibt, sondern eine richtige alkoholische Gärung. Den Sulfuranteil, die Seele, die Individualität, das Spezifische, das Bewusste. Alles, was brennt, alles, was Farbe und Geruch hat, im Pflanzenreich wird Sulfur dargestellt durch das ätherische Öl und den Pflanzensaft. Das, wo ich erwähnt habe, was beim Destillieren zurückbleibt. Dann nochmal das Saalprinzip. Körper, das Feste, die Form, das Greifbare, die Materie. Alles, was fix ist, unverbrennbar, beständig, erdig, im Pflanzenreich wird Saal durch die Mineralsalze dargestellt. Das spagyrische Herstellverfahren in 5 Schritten. Beim Verfahren, welches die Aurora Pharma AG zur Herstellung ihrer spagyrischen Tinkturen anwendet, geht auf den Firmengründer und Alchemisten Joseph Lüthy zurück. Er lebte von 1935 und bis 2004. Ebenfalls ein Mitgründer dieser Firma war Milo Heller. Er ist dieses Jahr am Dreikönigstag 2023 leider verstorben mit über 90. Er war ein Mentor und Freund unserer Familie und hat uns ebenfalls sehr tief in diese spagyrische alchemistische Welt eingeführt. Bei diesem sehr aufwendigen Verfahren wird die Pflanze einerseits in die drei Prinzipien Körper, Seele und Geist sowie andererseits in die 4 Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erde geschieden, um diese anschließend in gereinigter Form wieder zu vereinigen. In einem ersten Schritt wird die Pflanze mit Wasser angesetzt und gegebenenfalls einer Wasserdampfdestillation unterzogen, um die ätherischen Öle abzudestillieren. Anschließend werden dem Pflanzenrückstand, also nach dem Abpressen dann, also wieder, wenn man das getrennt hat, Hefe und Zucker beigegeben. Das kommt dann so ein Gärfass rein und der eingeleitete Gärungsprozess, auch Putrefaktio, ist der erste Schritt im Herstellungsverfahren. Die Wasserdampfdestillation, muss man hier sicher sagen, die kommt natürlich nur bei diesen Pflanzen unter Einsatz, wo auch ätherische Öle drin enthalten sind. Wenn man zum Beispiel jetzt Weintraube oder so herstellt, die keine ätherischen Öle enthaltet, dann macht man keine Wasserdampfdestillation. Die Wasserdampfdestillation kennt man ja von der Herstellung der ätherischen Öle. Also man legt dann die Pflanze mit dem Wasser in die Destillationsapparatur ein, erhitzt das dann und die flüchtigen ätherischen Öle werden dann aufgefangen. Natürlich geht auch Wasser damit, aber dann mit so einem Abschneider, sagt man dem, kann man dann das Wasser ablassen und das Öl, das oben aufschwimmt, dann in einer reinen Form dann auffangen. Und der Rest ist ja nur Wasser, der rüberkommt. Das Pflanzliche, das ist dann immer noch zurückliegend und das nimmt man dann und gibt es in das Gärfass. Nun folgt die Trennung, Separatio, bei welcher die drei Prinzipien Geist, Alkohol, Seele, Pflanzensaft und Körper, Pflanzenkörper getrennt werden. Dazu werden mehrere Destillationen durchgeführt. Der merkurialische Anteil wird dabei in die 4 Elemente aufgetrennt. Jedes dieser 4 Elemente wird seinerseits in die 3 Aspekte Geist, Seele und Körper aufgeteilt, sodass bei der Trennung 12 verschiedene klare Destillate gewonnen werden, welche zusammen den Merkur der Pflanze bilden. Also die Gärung, die findet dann in einem Gärfass statt. Man kennt das zum Beispiel von der Herstellung von Schnaps. Und da gibt es so Verfahren, wenn es ein bisschen wärmer ist, geht die Gärung schneller. Man muss dort auch darauf achten wegen dem CO2, weil dieser Raum, wo man gärt, der Gärraum, der muss belüftet sein, dass die Abluft weggeht, weil das CO2, das würde uns zum Beispiel ohnmächtig machen, also auch nie während oder am Schluss einer Gärung den Deckel wegnehmen und den Kopf reinstecken, dann das sind wir sofort weg. Das wird dann abgepresst. Da gibt es solche, wie man es auch kennt von der Weinindustrie, Pressen,
wo dann der Pflanzensaft getrennt wird vom festen Material. Und das feste Material wird dann zuerst dann getrocknet in einem Ofen und das geht dann weiter in die Verbrennung. Und der Saft, den man abgepresst hat nach der Vergärung, der geht in die Destillation. Und dort ist ja das Spezielle, dass die Aurora Pharma diesen einzigartigen Destillationsschlüssel hat, dass also sie trennen sehr aufwendig die Destillations, also die Gärflüssigkeit, und zwar in die vier Elemente. Und diese vier Elemente dann nochmals in die drei Aspekte Geist, Seele und Körper. Also es gibt dann 12 verschiedene Destillate. Das ist sehr spannend. Hier kann man vielleicht sagen, also was ich sagen darf oder kann, ist, dass zum Beispiel immer zuerst in der Destillation das kommt, was flüchtiger ist. Also so wird zuerst immer zum Beispiel der Feueranteil abdestilliert. Das ist dann sozusagen der reine Schnaps. Dann kommt das Element Luft. Luft ist dann so auch ein bisschen, ja, es ist am ehesten dem Wasser anzusiedeln. Also es ist eigentlich das Wasser, das am flüchtigsten ist, das zuerst kommt, hat aber dann keinen Alkoholanteil mehr drin. Und dann kommt dann das Wasserelement, das ist dann bereits schon leicht sauer, das ist dann weniger flüchtig, dann ist man schon weiter unten. Und da geht man bereits in den weiblichen Anteil rein, also die Elemente Feuer und Luft, die sind männlich, das ist ungefähr die Hälfte des Destillates. Also man sagt eben auch Agens und Patiens, männlich-weiblich in Latein. Und dann muss man auch sagen, wie mehr man in das weibliche Destillat reingeht, also in den Wasser- und in den Erdanteil, dort muss man immer wie mehr Kräfte aufwenden, zum diese Flüssigkeit rüber zu destillieren. Und am Schluss, wo man halt dann nur noch den reinen Erdanteil hat, dort braucht es sogar Vakuumdestillation. Das muss man dann so richtig raussaugen quasi. Das ist dann nicht mehr so beweglich, also wie das Element Erde halt. Und das ist dann sehr sauer. Also das ist dann sauer wie ein Entkalker. Das ist ganz spannend, wenn man das so beobachten kann. Nun gehen wir zur Reinigung, Purificatio. Dies ist der dritte Schritt. Dabei werden die Schwefelsalze aus dem Destillationsrückstand und die Pflanzensalze aus dem Presskuchen gemeinsam bei über 1150 Grad kalziniert. Hier vielleicht zu sagen, also der Gärrückstand, das ist eben, wenn man den letzten Teil, den Erdanteil vom Destillat so richtig mit Vakuum raussaugt, dann bleibt dann so eine dicke Melasse zurück. Und die wird dann auch verbrannt. Und natürlich die getrocknete Pflanzenmasse, die aus der Fermentation zurückgeblieben ist, die wird auch verbrannt. Also zuerst geht man halt dort in eine klassische Verbrennung. Dort entsteht dann halt eine Kohle oder eine Asche. Und man versucht eigentlich immer mit höherer Temperatur dann eigentlich mehr und mehr organische Substanz zu verbrennen, dass diese in die Luft übergeht. Und allfällige Giftstoffe, die noch in diesem Stadion in der Pflanze sein könnten, in diesem Ausgangsmaterial, die zerstört man dann schlussendlich durch die Kalzination in diesen Brenneröfen drin, wo man halt bei über 1000 Grad noch das Letzte quasi noch rausholen kann an organischer Substanz. Also das Ziel ist eigentlich, dass man von einer schwarzen, dunklen Kohle oder Asche immer weitergeht in eine hell dunkelgraue, hellgraue bis zu weißer Asche. Und dass man am Schluss dann wirklich ein schneeweißes, klares Salz hat, das nur noch organisch, anorganisch ist und keine organischen Rückstände mehr drin hat. Also nichts mehr, was verbrennbar ist, sondern wirklich reines Sal. Und das ist dann hochpotent. Das ist dann extrem basisch, also wenn man zum Beispiel das Salz, wie hier dann im Video, so ein bisschen mit der Zunge tippt, das ist sehr stark basisch. Also das fängt dann gleich an zu kruseln und das ist dann hochreaktiv. Das ist das eigentlich das weibliche Prinzip, dann das Anziehende. Also das strebt nur so, sich dann mit dem Merkur, mit dem
mit dem Alkohol zu vereinen. Gifte einer Pflanze, die sich im Saal befinden, Alkaloide, Glykoside, werden bei dieser hohen Temperatur, also bei der Kalzination, vollständig zersetzt. Das mittels Kalzination gewonnene Salz wird hiermit entgiftet. Dieser Vorgang wird auch rein Kalzination genannt. Entsprechend werden auch die 12 Essenzen des Destillates nochmals durch eine sogenannte Reindestillation gereinigt und anschließend in einem speziellen Mischverhältnis wieder vereinigt. Dieses Mischverhältnis ist sehr wichtig. Wird hierbei doch das männliche Prinzip Agens und das weibliche Prinzip Patiens in einer vollkommenen Ausgewogenheit wieder vereinigt. Das ist der Destillationsschlüssel. Also die Agens, also das männliche Prinzip, der Feueranteil und der Luftanteil, wird in einem harmonischen, gleichmäßigen Verhältnis mit dem Patiens, dem weiblichen Anteil der Erde und des Wasserdestillates wieder vereinigt. Und das gibt dann ein in sich harmonisches Destillat, der dann Archaeus genannt wird. Vom richtigen Mischverhältnis zeugt der milchige Archaeus, welchem auch die zuvor abdestillierten und gereinigten ätherischen Öle beigegeben werden. Archaeus, Salz und ätherisches Öl liegen nun alle in höchst gereinigter Form vor. Was nun geschieht, ist die kymische Hochzeit, jene Vereinigung, Cohabitatio, bei welcher der Merkur Archaeus mit dem Sulfur und dem Sal der Pflanze vereinigt wird. Durch eine chemische Transmutation entsteht das fünfte Element, die Quinta Essentia, welche die Heilkräfte der Pflanze in höchster Vollendung in sich vereint. Der fünfte und letzte Schritt ist dann die Zirkulation. Also hier im Video sehen wir ja, wie man so eine Quintessenz herstellt. In dieser Größe im Video kann man sich ja da vorstellen, diese wird dann mit dem restlichen Merkur noch zirkuliert und das gibt dann aus so einer chymischen Hochzeit etwa 15 Kilogramm Spagyrik. Und diese Quintessenz, das ist eigentlich ein Zwischenschritt, quasi eine Qualitätskontrolle. Es ist nicht die reine Quintessenz, die man einnimmt, sondern die Quintessenz, die wird dargestellt, wo man halt ein wenig Salz und ein wenig Merkur und der Anteil Sulfur miteinander vermischt. Und das ist dann die Überwindung der Polarität. Das könnt ihr euch vorstellen wie ein Kreuz und das ist dann die Mitte des Kreuzes, wo wir in einen Bereich reinkommen, wo nicht mehr polar ist. Und es entsteht dann etwas Neues, also aus dem männlichen Prinzip. Man sagt auch, der Archaeus, der Schwänger, das ist quasi wie das Sperma, der Schwänger, das weibliche anziehende Prinzip, das Salzprinzip. Und es entsteht dann oben aufschwimmend die Quintessenz. Und in vielen alten alchemistischen Bildern sieht man das auch in so einem Kolben drin, wo unten Männlein und Weiblein miteinander schlafen und oben dann das Kindlein aufschwimmt. Und das ist sinnbildlich, die Alchemisten haben ja oft in Bildersprache gesprochen, für diese chymische Hochzeit. Und das ist wirklich das Allerwichtigste, das man hier verstehen muss. Und das kriegt nur diese eine Firma, die Aurora Pharma, hin. Und das ist ein großes Werk von Joseph Lüthy, der sich als Wiederentdecker benennen würde, wo er halt aus wirklich alten alchemistischen Schriften mit dieser Bildersprache dieses Verfahren wieder hervorholen konnte. Und das ist eigentlich auch eine Gruppenarbeit. Viele haben in diesen 70er Jahren an diesen Laborkursen teilgenommen hier in der Schweiz, wo dieser Frater Albertus dafür verantwortlich war, der in Salt Lake City eine Alchemieschule oder Universität betrieb. Und dort konnten viele dann dieses Wissen wieder erlernen. Und Joseph Lüthy war der das dann noch erweitert hat und der Machertyp halt von allen. Und er hat das dann wirklich auf hingekriegt. Auch dann noch weitere Stufen in der Alchemie, wie Pflanzensteine,
Und es gibt dann noch verschiedene auch Steine, die man herstellen kann. Das oberste ist dann der Stein der Weisen. Dort gehe ich jetzt nicht speziell darauf ein, der kann ja auch verschieden verstanden werden, ob das jetzt ein geistiger Zustand ist oder ob das etwas ist, das wirklich physisch ist. Wir gehen nochmal die einzelnen Schritte zurück durch. Die Gärung war die Putrefatio, dann die Trennung Separatio, dann die Reinigung Purificatio, die Vereinigung Cohabitatio und die Zirkulation Multiplicatio, wo dann diese Kraft der chymischen Hochzeit auf den Rest des Merkurs übertragen wird und dann ein fertiges Heilmittel entsteht. Durch die Wiedervereinigung der gereinigten Substanzen, chymische Hochzeit, werden die arzneilichen Kräfte geboren. Dieser spagyrische Transformationsprozess bringt die Pflanze und das höchste, auf das höchste Energieniveau, das Arcanum Quinta Essentia, die Quintessenz spagyrik, ist der Wirkstoff dieser Heilpflanze. Wenn ihr euch in diesem Bereich weiterbilden möchtet, seid ihr dazu eingeladen. Die Aurora Pharma bietet ja verschiedene Seminare an. Oder wenn ihr Beratung sucht über die einzelnen Mittel, dann seid ihr herzlich willkommen, uns in der Brunmatt-Drogerie zu besuchen. Ich speziell habe ja 1,5 Jahre bei der Aurora Pharma gearbeitet und durfte dort sehr viel kennenlernen. Und auch durch meinen Mentor Milo Heller, der ja als Mitgründer der Firma tätig war. Und es ist wirklich eine ganz, ganz spannende Materie, die sehr tief geht. Sehr viel alte Weisheit ist dort drin enthalten. Und das, was rauskommt am Schluss, diese Quintessenz Spagyrik, das ist etwas Unbezahlbares und bringt uns wieder ins Lot. Es hilft uns, die Heilprozesse anzutreiben. Denkt daran, Natura sanat. Die Natur, die heilt, Medicus curat natura sanat. Der Arzt oder der Drogist oder wer auch immer, wir therapieren oder kurieren, aber schlussendlich ist es immer die Natur, die heilt. Und diese wunderschönen Heilmittel der Aurora Pharma können einen Anstoß geben, um uns wieder zurückzubegeben auf den natürlichen Heilweg.